ist hier noch frei? Bitte. Verzeihen Sie, was macht ein Priester an einem solchen Ort? Nun, vielleicht bin ich eine Art vorgeschobener Beobachter des Papstes. Denn natürlich verschließt auch die Kirche ihre Augen nicht vor der Existenz des Bösen. Wie sollte sie es sonst bekämpfen? Apropos, Sie scheinen sich hier ja auszukennen. Gibt es in diesem Laden nichts Spezielles? Was meinen Sie? Nun, eine hohe Priesterin des Schmerzes. Domina, mein Leib schreit nach Züchtigung. Der Preis ist egal. Wie schade für Sie. Sie sind im falschen Jahrhundert geboren. Um 1700 zum Beispiel hätten Sie in Italien nur an einer Karfreitagsprozession teilnehmen müssen. Als sogenannter Hieronymus. Das waren Leute, die völlig nackt gingen und sich mit Stricken geißelten, an denen Wachskugeln hingen, in denen Glasstücke steckten. Nein. Doch. Die Selbstgeißelung hatte eine lange Geschichte in der Kirche. Vornehmlich in den Klöstern. Die Trappisten zum Beispiel nutzten als Geißel harte, knotige Zwirnsfäden, die Haut wie mit Messern zerschnitten. Pater, würden Sie mir eine Freude machen und noch ein bisschen weiter erzählen? Darf ich Sie vielleicht zu einem Getränk einladen? Warum nicht? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 2. Korintherbrief 9,7. Einen Wein vielleicht. Eine Bloody Mary für mich und ein Wein für den Pater. Bloody Mary. Bitte weiter, Pater. Ja, da hätten wir noch eine Zisterzienserin. Mutter Pasidea aus Jena. Sie ließ sich oft und gern wie einen Schinken in den Rauch hängen und beim Geißeln kniete sie im Sommer auf Dornen, im Winter auf Schnee und anschließend ließ sie sich auf Rücken und Lenden kochenden Essig und Salzwasser träufeln. Mehr, Pater, mehr! Oder eine berühmte Kapuzinerin, Maria Laurentia Longa. Sie legte sich immer bis zum Rücken entblößt auf den harten Boden und ließ sich mit einem großen Stallbesen zerhauen. Ja. Nachdem dunkles Haar mir einige Fleischstücke gereicht hatte, sagte sie, Old Shatterhand hat nur noch einige Bissen und wird noch nicht satt sein. Will er noch etwas anderes haben? Ich verschaffe es ihm. Elisabeth! Ja, Hochwürden? Wir zwei gehen heute Abend aus. Essen, tanzen, Kino, alles, was du willst. Zieh dich um. Schon geschehen. Gefall ich dir? Gefallen ist kein Ausdruck. Ich könnte mich sinnlos vermehren. Um diese Zeit? Ja, bitte? Guten Abend. Mein Name ist Lüders. Ich möchte meinen Sohn sprechen. Oh, ja, dann kommen Sie doch bitte rein, Frau Lüders. Charlie, du hast Besuch. Charlie? Sie meinen Wilhelm. Karl, was machst du denn hier? Charlie, Wilhelm, Karl? Karl, wo ist Wilhelm? Charlie ist Wilhelm. Nein, das ist Karl. Wilhelm ist im Moby Dick. Ach, in deinem Fischrestaurant. Fischrestaurant? Ja. So war das schon immer, mein liebes Kind. Außer mir kann keiner meine Jungs auseinanderhalten. Zwillinge? Ich glaube, ich bin euch beiden eine Erklärung schuldig. Weiter, Pater, bitte weiter. Erzählen Sie noch etwas von den Höllenqualen. Nun, Genaues wissen wir da natürlich nicht. Wir sind alle auf die Fantasie unserer Dichter angewiesen. Aber Dante entwirft in seiner göttlichen Komödie ein paar sehr schöne Bilder. Die werden Ihnen, glaube ich, gefallen. Oh, bitte, bitte. Erzählen Sie, ich lächze. Nun, Mörder und Räuber stehen in einer Lache aus siedendem Blut. Oh. Schmeichler stecken in einer Kloake. Also, der Scheiß. Nicht aufhören, bitte. Bestechliche werden in Pech gedünstet und Diebe werden mit sechsfüßigen Schlangen zusammengesperrt. Das ist eine hübsche Stelle, die habe ich mal auswendig gelernt. Die mittleren Füße fassten ihn am Leib und mit den vorderen packt sie seine Arme. Dann schlug sie ihm die Zähne in die Wangen. Die Hinterfüße legt sie an die Schenkel und zwischen diese steckt
streckt sie ihren Schwanz, den sie längs seinem Rücken aufwärts streckte, wie wenn sie warmes Wachs gewesen wären. Durchdrangen sie sich, mischten ihre Farbe und keiner schien mehr das, was er gewesen. Pater, ich danke Ihnen sehr. Ich hätte nie gedacht, hier die Bekanntschaft eines so wunderbaren Menschen zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Darf ich Ihnen das als kleine Spende für Ihre Pfarre geben? Vielen Dank.